herzlich willkommen zu einer Sonderfolge im Hause Willows gestrickt. Mein Name ist Marion, auf Reverie und Instagram findet ihr mich unter Willow01. Dies ist ein Strick- und Spinn-Podcast und hier wird dauerhaft Werbung gemacht. Ja, und in dieser Sonderfolge, von der ich euch ja schon in der Episode 58 erzählt habe, soll es heute nur um meine Vips gehen. Soll heißen, ich verschaffe euch und auch mir wahrscheinlich mal wieder einen kompletten Überblick über alle meine Vips, Schrägstrich über das ein oder andere UFO und gehe hier wahllos mal durch die Projekttaschen mit euch gemeinsam. Das heißt auch, das wird jetzt nicht chronologisch sein, das kriege ich nicht mehr auf die Reihe. Dazu hätte ich mich vorher hinsetzen müssen und das mal alles irgendwie so ein bisschen zu Papier bringen müssen. Das war mir aber ehrlich gesagt zu viel Arbeit. Ich mache das ein bisschen entspannter und nehme einfach wahllos nacheinander die ganzen Beutel vor. Und dann gucken wir da einfach mal rein und dann werden wir mal sehen, was sich da drin verbirgt. Ich habe mein Tablet hier liegen, damit ich euch wenigstens so ein paar Details noch mit auf den Weg geben kann. Ansonsten sei an dieser Stelle wie immer gesagt, dass alle meine Projekte auf Reverie, auf meiner Projektseite zu finden sind. Entweder als aktuelles und wie kann man das jetzt sagen, als ein Projekt gleich auf der ersten Seite, wo ich eben gerade dran arbeite, oder aber ich habe sie in den Schlaf geschickt. Also ich weiß, ich habe die Reverie-Seite auf Englisch angezeigt, da heißt es Hibernating, wie auch immer. Unter diesem Filter findet ihr dann eben auch noch alle anderen Projekte. Und da sind eben schon so ein paar Details durchaus immer drin zu finden. Ja, aber wie gesagt, mein Tablet liegt hier auch, Brille habe ich auch und somit, fangen wir mal an, denn ich denke, angesichts der Masse an Vips, die sich hier in den letzten Monaten, / Jahren angehäuft haben, wird das eine Folge sein, die doch recht lang werden wird. Ich hoffe, ich verzettel mich nicht und verquatsche mich nicht zu sehr bei den einzelnen Projekten. Na gut, starten wir mit dem ersten Projekt und zwar ist das ein Tuch von Rina Lehmann und zwar ist das das Tuch Rosie. Ich verstricke das hier mit Wolle aus von Pearl & Knit mit dem Namen Rose Gold in einer Merino-Leinenmischung. Und diese Färbung vor allen Dingen und diese Mischung hier, diese Qualität war ausschlaggebend dafür, dass ich dieses Tuch überhaupt angestrickt habe. Ich wollte diese Wolle ganz gerne mal ausprobieren. Merino Leinen hatte ich bislang noch nie und kann sagen, dass ich da von der Haptik sehr begeistert bin. Das gefällt mir richtig gut. Ich mag die Farbe auch sehr gerne. Das ist... ja, so ein bräunliches Rosa irgendwie, ne? Also es ist eine sehr, sehr schöne Farbe und Rose Gold und Rosie, dieser Mustername von diesem Tuch, ja, es passt eben einfach dann wunderbar zusammen und deswegen habe ich das begonnen. Das war im Sommer letzten Jahres erst, also Juli oder so, 21. Das ist also noch gar nicht mal so alt, aber dennoch eines, wo man sehen kann, ne, hier anhand der Größe ist ja jetzt auch gestrunzt, wo nach dem Anstrick eigentlich nichts mehr passiert ist. Ne? Dann sind wieder andere Dinge dazwischen gekommen. Aber mir gefällt es nach wie vor und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch das ein Tuch sein wird, wo ich irgendwann die Arbeit wieder dran aufnehmen werde. Eben, weil es mir nach wie vor so sehr gut gefällt. Das Muster an sich, das Tuch an sich plus die Wolle. Alles super, alles schön. Also, das ist schon mal ein Projekt, was dann auch gleich weg kann. Ein weiteres Projekt, wovon ich aber tatsächlich noch nicht so wirklich weiß, ob ich das jemals fertig stricke,
ist auch ein Resteprojekt. Ich habe in der vorherigen Folge, in der Episode 58, wer sich also die noch nicht angeguckt hat, möge da also auch noch mal kurz reinsehen. Das ist, was ich euch jetzt zeige, ist auch ein Resteprojekt. Und zwar ist das der Penguono, eine Jacke aus dem Hause Stephen West. Den haben ja schon ganz viele gestrickt, diesen Cardigan, diese Jacke. Und ist eben auch ein Projekt, was sich wunderbar anbietet für Reste. Die Stricktechnik dieser Jacke ist mal wieder super genial. Das ist total abwechslungsreich. Das ist wird aufgrund dessen nicht langweilig und man kann wirklich alle seine Reste hineinarbeiten. Aber und da muss ich jetzt tatsächlich mal nachgucken. Ich weiß gar nicht, wann ich das begonnen habe. Ich hoffe, dass ich da überhaupt mal. Da ist er. Doch, ich habe ein Projekt also tatsächlich auf Reverie angelegt. Ja, das habe ich begonnen im Juli 2019. Und da ist seitdem nicht wirklich viel passiert. Ich habe das Rückenteil fertig, zeige ich euch jetzt, wie ich das hier alles so entwirrt bekomme. Denn das ist natürlich alles noch auf Seilen. Ich hoffe, dass mir hier nichts flöten geht. Moment, ich hab's gleich. So. Und zwar ist das hier das Rückenteil des Penguonos. Das gefällt mir auch nach wie vor. Ich finde, das habe ich ganz gut hingekriegt. Da habe ich also einen Fade gearbeitet, der auch sehr harmonisch aussieht. Gut, die Kante da unten, die ist vielleicht ein bisschen hart, aber so what. Auch die Biesen hier, die sind mir auch ganz gut gelungen. Die haben mir auch Spaß gemacht, alles schön. Aber dann ging das los. Es sollte irgendwie dann hier am Rand der nächste Teil irgendwie dran gestrickt werden. Und da hatte ich eine Farbkombination gewählt, die mir nicht gefiel. Das habe ich aufgeribbelt und seitdem liegt es. Ja. Ich habe hier einen riesen Sack, wirklich riesig, guckt euch das an, das ist ein Wahnsinnssack gefüllt mit den, das kann man jetzt schwerlich zeigen, ob das alles rausfällt, ne? Also ist wirklich prall gefüllt mit den unterschiedlichsten Resten, alles Farben, die so im, logischerweise bei mir, ne, grau, weiß, also von hellgrau bis hin zu schwarz gehen. Es ist, sind ganz viel bärige Sachen mit dabei. Qualitäten auch wild gemischt. Ne? Hier sowas ist da auch bei. Alles Mögliche. Ich hatte auch mal einen Plan, wo welche Farben hin sollen. Ich glaube, das kriege ich auch aus dem Gedächtnis heraus gar nicht mehr zusammen. Ein Foto habe ich dummerweise davon damals nicht gemacht. Ja, und das ist in der Tat ein Projekt, wo ich nicht weiß, ob das jemals fertig werden wird. Ich weiß es nicht. Zumal diese Jacke am Ende ohnehin eine sein wird, die ich mal wieder tatsächlich nur als Zuhausejacke bezeichnen wollen würde und die ich dann tatsächlich auch nur zu Hause tragen würde. Insofern ist da vielleicht auch die Motivation nicht so die allergrößte. Ne? Keine Ahnung, ob es auch damit zusammenhängt. Es hängt aber auch mit Sicherheit ein Stück weit damit zusammen, dass ich tatsächlich nicht gut Reste verarbeiten kann. Ich weiß nicht warum. Ich habe sonst eigentlich gar nicht mal so große Probleme, Farben miteinander zu kombinieren, würde ich jetzt mal von mir behaupten wollen. Aber bei Resten habe ich irgendwie eine Sperre. Ich weiß auch nicht warum. Naja. Es ist, wie es ist. Penguono seit 2019 auf diesem Stand. Und ob der dann jemals mal weiter bearbeitet wird oder ob ich das Ganze hier ad acta lege, das kann ich noch gar nicht sagen. Nun denn. Ja, das ist also, glaube ich, ein Projekt, was ich mit Fug und Recht als UFO bezeichnen kann. So, das können wir auch schon wieder mal auf die Seite legen.
So, was nehme ich jetzt? Ich glaube, jetzt nehme ich mal zwischendurch wieder eine Socke, weil auch Sockenprojekte habe ich hier so ein paar liegen, die ja schon was älter sind. Und zwar, was habe ich hier? Was habe ich hier? Was habe ich hier? Ach so, die Drachenzopfsocken. Habt ihr auch vor gar nicht allzu langer Zeit bei mir hier im Podcast gesehen? Der Single fertig. Das Muster sieht so aus. Das ist also ein Zopf, der vorne am Schaft und über den Fuß verläuft. In einer wunderbaren Färbung von Tausendschön. Mag ich richtig gerne. Ich mag auch dieses Poolen, dieses Wildern sehr, sehr gerne. Und ja, dieser Single ist nach wie vor das Einzige, was fertig ist. Habe ich den überhaupt angestrickt? Nein, ich habe auch nicht angestrickt, den zweiten Socken. Also das dümpelt auch schon richtig lange hier rum. Auch bestimmt schon seit 2019 oder so, kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist dieses. Dann kommt mal wieder ein Tuch. Ja, das wunderbare, wirklich ach, richtig, richtig tolle Portia-Tuch aus einem der Leinemagazine. Das mag ich auch nach wie vor. Und ihr seht schon oder hört es an meiner Art und Weise, wie ich drüber spreche, dass es mir tatsächlich nach wie vor gefällt. Insofern hat es auch auf jeden Fall gute Chancen, irgendwann mal in diesem Leben fertig zu werden. Ja, aber irgendwie hat es mich halt, seitdem ich das Ganze auf Seite gelegt habe, nicht mehr so, ja, nicht mehr so rangezogen. Ja, also ich finde es nach wie vor wunderschön. Ich verstricke hier einmal BC-Garne, Baby-Alpaka, in einem sehr schönen silbrigen Grau. Und das andere ist Lamana Kusi in einem Naturweiß. Und die beiden zusammen, die machen dann halt diesen wunderbaren, sehr, sehr schönen Mischton. Ja. Das Muster hier, da kann ich mich noch erinnern, das ist nicht unaufwendig, also man muss schon immer gut aufpassen. Und gerade jetzt hier am Anfang des Tuches, das wird also von einer Spitze rüber zur nächsten gestrickt. Und dieser Panel hier, der ist jetzt hier, was die Breite angeht, glaube ich, schon fast am Ende angelangt. Das heißt also, dieser Zopfmusterbereich, der wird nicht mehr wesentlich breiter werden. Es schließt sich dann hier auf der Seite dann irgendwann so ein, ich glaube, ein kraus rechter Teil an. Das heißt, man hat in Zukunft, je größer das wird, eben auch so ein paar Entspannungsmaschen dabei. Aber hier für den Anfang ist das schon etwas, was volle Konzentration erfordert, wo man eben auch den Chart genau lesen muss. Und ja, ne, das ist dann eben nichts, was man so mal eben nebenbei strickt oder was man strickt, wenn man den Kopf so voll hat und so. Ne? Ja, vielleicht hatte ich da auch dann in den letzten Monaten den Kopf einfach zu voll, als dass das irgendwie gepasst hätte, noch in meine Hirnkapazität oder so. Ich gucke mal noch schnell, wann ich das angefangen habe. Das weiß ich nämlich tatsächlich selber nicht mehr. Wir wollen mal gucken, wo ist es denn überhaupt? Da ist es. 2020. Dezember 2020, der Portia-Shawl. Das war mal ein Muster aus einem Leinemagazin. Das gibt es aber mittlerweile auch einzeln zu kaufen. Und das Ganze gibt es bei Nastasia Hornby. Das ist die, so heißt die Designerin des Tuches. Das war der Portia-Shawl. Sodele. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Tuch. Ach, hier bin ich mittig in der Reihe. Das ist auch immer schön, ne? Der Podcast-Profi hier. Aber da gehen wir jetzt durch. Das zeige ich euch so, wie ich das jetzt hier raushole. Allerdings ist mir da auch gerade der Name entfallen. Da muss ich auch mal gerade schauen.
Keep Me. Das Keep Me Tuch von Greta Mensen. Gestrickt habe ich das oder angefangen habe ich das März letzten Jahres. Das geht ja noch, finde ich. Das ist ja noch nicht so lange her, ne? Und so sieht das aus. Also das ist schon ein bisschen größer eigentlich, ne? Da haben wir hier die Spitze und hier dann ist da schon ein bisschen was dran gewachsen. Das ist eigentlich, ich hoffe, dass man das ansatzweise sehen kann hier mit diesen schönen Zöpfen. Es ist doof, wenn man das so, wenn man hier so mittig aufgehört hat. Ich halte es mal so. So kann ich das auch ganz selber ganz gut sehen. Die hier so aus der Nähe betrachtet, gehen die Zöpfe vielleicht so ein bisschen unter in dieser doch sehr wild gesprenkelten Färbung. Aber in Natura, muss ich sagen, sieht man das wirklich sehr, sehr gut. Auch hier haben wir wieder eine Färbung aus dem Hause Pearl and Knit. Und zwar, da war ich auch schockverliebt. Ich musste diese Färbung unbedingt haben. You My Nirvana ist das. Ich glaube und hoffe ja fast für euch alle und auch für mich vielleicht für die Zukunft nochmal, dass das eine Färbung ist, die sie wiederholbar immer wieder mal im Shop hat. Hoffe ich. Denn die ist echt genial. Das ist ein ganz, ganz tolles Blau, wie ich finde. Und diese Sprenkel in Braun und Pink und sowas alles, ja, macht es auch tragetechnisch dann so richtig schön variabel. Ja. Die Anleitung ist toll, der kann man wunderbar folgen und es ist, weil das auch hier ein recht eingängiges Zopfmuster ist auf der einen Seite, wobei auch auf der anderen Seite ist dann nochmal so ein kleinerer, ich sage jetzt mal normaler Zopf. Alles wunderbar easy peasy und lässt sich echt gut nebenher stricken. Das ist echt was, das kann man auf langen Autofahrten beim Fernsehgucken, wie auch immer, stricken. Nichtsdestotrotz liegt es derzeit ein bisschen. Aber auch hier begeistert mich Muster und Färbung nach wie vor, sodass ich da denke, dass es da durchaus demnächst mal weitergeht. Ja, dann nehmen wir uns mal wieder eine Socke vor. Ich hatte ja gesagt, da gibt es ein paar, ne? Mal wieder aus dem Hause Fadenstille. Und jetzt habe ich hier den Namen vergessen des Musters. Da muss ich mal gerade gucken. Und zwar ist das der Waldläufer. Genau, die Waldläufersocken, die habe ich auch erst im letzten Jahr angefangen und zwar erst im Oktober. Eine Socke ist da schon komplett fertig und die zweite zumindest tatsächlich schon mal begonnen, wie man hier sehen kann. Da will ich mich auch ranhalten, denn die möchte ich verschenken. Gegen Ende des Monats treffe ich mich mit ein paar Freundinnen und eine davon hatte Ende des letzten Jahres einen runden Geburtstag und da soll das unter anderem Bestandteil des Geschenkes sein, was sie nachträglich von mir bekommt. Ich verstricke ja hier die absolut gigantisch tolle, super klasse Exmoor Sock gefärbt von der lieben Elke von Bohaians. Ich hatte ja schon in einer der vorherigen Folgen sehr ausgiebig über diese Wollqualität gesprochen und ich bin immer wieder, wenn ich jetzt hier das Ganze zur Hand nehme und dran arbeite, wirklich total begeistert von der Haptik dieser Socke und von der Haptik dieser Wolle. Also da kann ich mit Fug und Recht aus vollstem Herzen Werbung für machen, denn die ist echt richtig toll. Ja, und die Waldläufersocken sowieso. Das Muster strickt sich richtig, richtig schön. Auch ja, fast mindless strickt sich das so hintereinander weg. Auch eine ganz klare Empfehlung von mir. Ja, wie gesagt, die müssen fertig werden oder fertig sein gegen Ende des Monats. Also so 2 Wochen ungefähr habe ich dann noch Zeit und dann sollten die fertig sein. Ja, und dann habe ich hier noch eine Socke, weil sie gerade da so schön liegt, zeige ich die gleich mal im Anschluss. Die habt ihr auch schon gesehen. Da seht ihr auch immer meinen schönen Versatz, wenn ich Colorwork stricke, ne?
Das sind die Frozen Socks aus dem Mustermix Buch von Stine and Stitch. Sowieso Balke. Vorname ist mir jetzt dummerweise entfallen. Ich verstricke hier Aveta Classic in der Hauptsache. Und ja, auch das ist ein Muster, was mir richtig gut gefällt. Ich mag die Sockenmuster aus diesem Mustermixbuch sowieso total gerne, weil mich das total anspricht, eben so Strukturmuster wie eben so ein Zopf in Verbindung mit Colorwork zu stricken. Das mag ich richtig, richtig gerne. Ich finde, das macht echt was her. Ja, da ist aber außer diesem Single noch nichts weiter dran passiert. Das heißt, die zweite Socke habe ich noch nicht begonnen. Aber ja, das lebt griffbereit hier in meiner riesengroßen Box. Ich habe da ja auch mal, ich glaube, da gibt es auch einen Post auf Instagram. Ich habe hier ja solche Schubladeneinteilungen in dieser rechteckigen Tasche. Und kann hier somit schön voneinander fein säuberlich getrennt meine Sockenprojekte aufbewahren. Ja, so, weiter geht's. Na, wir wollen ja nicht viel Zeit verlieren. Weiter geht's mit einem Pullover. Da ist aber außer, dass ich die Passe angestrickt habe, die ist noch nicht mal fertig, auch schon länger nichts mehr passiert. Dieses Projekt habe ich aber auch erst im letzten Jahr begonnen. Und das ist, Name habe ich vergessen. Gucke ich nach. Moment. Ups. Sorry. Wo ist es? Da schon mal nicht. Ich muss jetzt auch immer hin und her filtern zwischen den aktuellen Projekten. Ah ja, da ist es. Illuminate Sweater von Andrea Mori. Das habe ich angefangen im August letzten Jahres. Das Pattern kam raus. Ich war schockverliebt. Ich wusste in etwa, aus welcher Wolle ich das stricken wollen würde und habe angefangen und bin auch nach wie vor total begeistert. Aber im Moment überhaupt nicht im Pullover-Modus. Deswegen liegen auch alle meine Pullover-Projekte tatsächlich schon seit längerem, weil mich irgendwie im Moment ja, das Stricken an Pullis nicht so wahnsinnig abholt irgendwie. Keine Ahnung warum. So sieht mein Anstrick aus. Nach wie vor total schön, nicht wahr? Also mir gefällt es zumindest nach wie vor total gut. Ich mag die Farben super gerne und stelle mir das fertig richtig gut vor. Also auch da, die Begeisterung ist nach wie vor da. Somit hat das Teil trotz alledem gute Chancen, irgendwann in diesem Leben fertig zu werden. Ich verstricke hier zum einen von Schachenmeier ein Naturweiß Alpaka Cloud, heißt das Ganze. So. In Verbindung mit einem Schoppelzauberball, weil ich die Spin Cycle nicht habe, auch nicht unbedingt kaufen möchte, weil die ja doch sehr, sehr hochpreisig ist. Aber als Alternative empfiehlt auch Andrea Mori durchaus immer wieder gerne die Crazy Zauberbälle von Schoppel. Und hier habe ich eben auch einen solchen gewählt in der Farbe. Moment. In der Farbe. Wo steht es denn? Moment. Föhnlage. Das hätte man auch nicht kleiner draufschreiben können, meine lieben Freunde. Ne? So, Föhnlage. Das ist eine, ja, für, kann man sagen, Färbung. Die ist toll, die gefällt mir richtig gut. Für meinen Geschmack hätte es aber hier dieses ja, Limetten, Gelb-Grün nicht wirklich gebraucht. Das hätten sie meinethalben rauslassen sollen oder können. Das kommt teilweise im Gestrick dann auch durchaus als ja, Grün raus. Und ihr wisst es ja, Grün und ich, wir sind ja nicht die allerbesten Freunde. Aber ich denke, im Großen und Ganzen wird das sehr, sehr schön aussehen.
Ich weiß nicht mehr, ob das auch Bestandteil der Anleitung war. Ich habe hier wieder ein doppeltes Bündchen gestrickt. Das heißt, ich habe die Bündchenlänge doppelt so hoch gestrickt wie angegeben, umgeschlagen, dann die Maschen zusammengestrickt und dann erst mit der Passe weitergemacht, weil ich diese doppelt gehaltenen Bündchen gerade für Winterpullis sehr, sehr schön finde. Ich finde, das macht einen sehr wertigen und ja, tollen Abschluss am Ausschnitt und es fühlt sich eben auch schön an. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Illuminate Sweater. So, das ist dieses. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier noch was liege. Ja, doch, ich habe hier noch was griffbereit, weil dann werde ich gleich mal einmal auf Pause drücken müssen, damit ich mir die anderen Taschen herholen kann. Das passt ja alles gar nicht hierher. So, was haben wir hier? Oh ja, hier haben wir auch ein tolles Projekt. Das kennt ihr noch gar nicht. Dafür gibt es tatsächlich auch kein Projekt auf Reverie. Oder lüge ich da? Da muss ich gleich mal gucken. Ich weiß es jetzt aktuell gar nicht, ob ich da schon ein Projekt angelegt habe oder nicht. Da ist keins. Ich glaube, nö, da habe ich, glaube ich, noch kein Projekt zu angelegt. Und zwar, der Herr West, der Gute. Der Herr West hat mal wieder ein, bringt ja ewig und ständig neue Designs raus. Deswegen kann ich schon aus dem Kopf gar nicht mehr so genau sagen, wann das rauskam. Ich glaube, das war so gegen Ende des Sommers, vor seinem Mystery Knit Along, glaube ich noch. Da kam das Tuch Dustland raus. Das ist ein so halbmondförmiges Tuch, gestrickt mit Tweedwolle. Natürlich in seinem Fall handgefärbt, ich glaube sogar von La Bien Aimée. Also ganz tolle Wolle, aber auch sehr hochpreisige Wolle. Und ich habe geguckt, was kann ich denn da hernehmen, was nicht so ein Riesenloch in die Kasse reißt. Ne? Das mache ich ja ganz gerne, dass ich zwischendurch mal schaue, ob es nicht irgendwo ein bisschen günstiger geht. Also zuerst einmal noch mal kurz zur Anleitung. Ich glaube, man sieht jetzt hier schon so ziemlich alle Muster, die in diesem gesamten Tuch vorkommen. Das wiederholt sich ab hier, glaube ich. Aber wie gesagt, ich habe es nur angestrickt und seitdem nicht mehr in der Hand gehabt. Aber es strickt sich wunderbar. Die Anleitungen von Steve West sind immer super verständlich und auch hier lässt die Anleitung keine Fragen offen. Und ich habe hier Industriewolle gewählt. Und zwar aus dem Hause Rico, die Essentials Merino plus Tweed. Das ist hier einmal das Label. Und hier sieht man die Farbe. Das ist so ein bräunliches, dunkles Grau mit Natur- und dunkelbraunen Tweed-Nupsis. Mal mehr, mal weniger stark vorhanden im Garn. Aber das gefiel mir richtig, richtig gut, konnte ich mir und kann ich mir nach wie vor zu der einen oder anderen Jacke, die ich so besitze, richtig gut vorstellen. Ich war erst so ein bisschen, ich will nicht sagen hin und her gerissen, ob ich es jetzt bestellen soll oder nicht. Aber hier ist natürlich, was heißt natürlich, aber hier ist in der Tat nur 45% Schurwolle drin. Und ansonsten haben wir hier 45% Poly und 10% Viskose. Das heißt, das ist schon ein sehr plastiklastiges Garn. Ja, und der Trend ist ja heutzutage sogar eher zu völlig plastikfreien Garnen zu gehen. Das ist auch ein guter Trend. Aber in dem Fall griff so ein bisschen ein Spruch, den ich dann doch immer wieder mal hernehmen, nämlich ein Tod muss man manchmal sterben. Und in dem Fall hat für mich sowohl die Farbe als auch der Preis das Ganze am Ende entschieden. Denn ich glaube, hier liegen wir bei einem 50 Gramm Knäuel irgendwie bei 4 oder 5 Euro. Also ich glaube, auf 100 Gramm kommen wir hier
auf unter 10 Euro. Und so sehr ich handgefärbte Garne liebe, ihr wisst das ja, oder überhaupt edle Garne liebe, und so manches Mal ja, habe ich da auch überhaupt kein Problem damit, tiefer ins Portemonnaie zu greifen. Aber so gerne ich das mache, so gerne spare ich auf der anderen Seite, aber auch hier und da ganz gerne. Und insofern habe ich eben hier mich dann für dieses Garn entschieden, weil es mir eben vorrangig auch optisch gut gefiel. Und da habe ich zähneknirschend dann eben auch diesen hohen Plastikanteil in Kauf genommen. Ja, so kann es eben manchmal gehen. Ich finde es durchaus legitim, auch wenn ich diesem Trend der plastikfreien Garne durchaus folgen möchte und das unterstützen kann, selbstverständlich. Ja. Aber ja, wir zumindest, wir Stricker, die diese Wolle dann am Ende benutzen, schmeißen es ja nicht weg, sodass es hoffentlich nie zu einer großen Umweltbelastung wird. Ne? Aber gut, das ist auch ein Thema, da könnte man ja auch stundenlang nochmal drüber referieren. Aber hier nochmal die Farbe. Die gefällt mir ausnehmend gut für das Tuch Dustland vom Meister. Na, der darf ja auch nicht fehlen in dieser Sammlung. So, das war dieses. Ja, und dann habe ich hier noch ein Projekt, bevor ich hier auf Pause drücke und so ein bisschen umbaue. Ich gehe mal einmal aus dem Bild. Das lebt in so einer Box. Und zwar deshalb, weil ich hier unter anderem Konen verstricke. Und zwar verarbeite ich hier die Ito Rakuda in diesem tollen Wollweiß. Was hat das für eine Farbe? Ist schlicht und ergreifend weiß. Die Rakuda ist auch eine super schöne Qualität. Das ist 70% Wolle und 30% Kamel. Ich nehme mal an Merino und Kamel. Und ja. Das ist ein Projekt, da hadere ich auch mit mir, ob ich das weitermachen soll oder nicht. Wenn ich es mir, ich habe auch jetzt wieder, wo ich diese Box öffne, habe ich den gleichen, das gleiche Gefühl, und es hat den gleichen Effekt wie immer, wenn ich im Abstand von mehreren Wochen oder Monaten diese Box öffne, nämlich von, wow, das ist so schön und das muss ich weiter stricken. Und zwar habe ich irgendwann angefangen, ich schaue gleich nach, wann das war, wenn ich das Ganze hier entwirrt habe, den Foxtail Wrap von Steven West. Ihr seht hier meinen bescheidenen Anfang. Und ich habe das Ganze irgendwann dann nicht mehr weiter gestrickt, weil ich dachte, ich hätte gleich zu Anfang hier einen Fehler gemacht, weil das irgendwie ja nicht symmetrisch ist. Man sieht ja hier, dass dieser Bereich hier breiter ist als der hier am Anfang. Aber das muss auch, glaube ich, so. Ich hatte mir im Nachgang noch einige Projektfotos auf Reverie angesehen zu diesem Wrap. Und da sieht das ganz genauso aus. Und ich glaube, das liegt daran, weil dieses Muster so sehr große, geschwungene Bögen immer macht. Und insofern ist der Anfang hier, glaube ich, richtig. Und ich kann euch sagen, das fühlt sich so traumhaft an. Und ich denke mir, wenn das fertig ist, ist das wieder so ein Tuch. Es wird wahrscheinlich noch Jahre dauern, aber wenn es dann fertig ist, wird das wieder eines der Tücher, respektive Schals sein, wo ich am Ende sage, ich liebe es. So, die Vorderseite in Weiß mit Rakuda. Und die Rückseite, das ist Mohair. Und zwar ist das, zeige ich euch noch den Strang, Cowgirl Blues Kitzel in der Farbe Smoke and Mirrors. Das ist dieses hier, dieses schöne Stück. Macht seinem Namen alle Ehre, wie ich finde. Smoke ist wirklich sehr smokig, sehr rauchig, mit diesen dunklen Abschnitten hier auf dem Knäuel. Kommt es auch noch mal ganz gut rüber. Ja, und ich denke, das wird, wenn das mal jemals fertig werden sollte, ein Lieblingsschal oder Tuch. Aber auch das ist nicht unaufwendig zu stricken, beziehungsweise da brauche ich, glaube ich, noch mal längere Zeit, um mich da reinzufuchsen. Ich habe mir jetzt hier Maschenmarkierer gesetzt an Stellen, wo ich damals dachte, dass sie Sinn machen.
die sind in keinster Weise vorgesehen, sondern die Anleitung sagt einem eben, wie viel Maschen man stricken soll, bis man dieses oder jenes macht. Und das würde ewiges und ständiges Zählen bedingen. Und das finde ich ja schon mal doof. Also da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich das Zählen überhaupt richtig doof fand und deswegen mir diese Maschenmarkierer gesetzt habe. Und dann ist aber nichts mehr passiert, weil ich eben dachte, ich hätte hier das Ganze falsch begonnen. Ja, aber ich glaube, das ist doch richtig. So, ich schau mal, ob ich hier irgendwo noch ein Bild habe. Ja, hier ist ein Bild. Es raschelt ein bisschen, aber ich hoffe mal, dass das die Kopfhörerhörer nicht zu sehr stört. Hier sieht man eines. Es ist also auch im Original ein sehr breites Tuch und die Garnmischung oder die Garnkombi, die ich jetzt gewählt habe, entspricht auch mal wieder überhaupt nicht dem Original. Hier sind, glaube ich, von ihm zwei oder ein Fingering-Garn in Verbindung mit Suri-Alpaka oder so gewählt worden. Meine Variante wird natürlich wesentlich dünner und schmaler, aber es entspricht ja genau mir. Wisst ihr ja mittlerweile auch. Aber wenn man sich das hier ansieht, das ist ja schon, ne, richtig breit. Das ist ja breiter als meine Schultern. Ne? Und dann wird das Ding ja auch unendlich lang. Also da, gut, da kann man aber entsprechend an einer Stelle, an einer Länge aufhören, die einem dann gefällt. Dann muss ja nicht 2,50 werden. Ne? Also mir würden dann so knappe 2 Meter mehr als genug reichen. Ja, Foxtail. Foxtail Wrap ist es aber, glaube ich, und nicht der Foxtail Shawl. Das ist, glaube ich, der Wrap. Ja, von dem Foxtail hat er ja mindestens 2 Varianten. Ja, das war's für den Moment. Ich drücke kurz auf Pause und dann geht's gleich mit dem Rest weiter. So, weiter geht's. Hab mir alles hier zusammengesucht. Dann mache ich jetzt mal weiter mit einem Pulli-Projekt. Merkt ihr, ich kriege schon so langsam wieder Sprachschwierigkeiten. Das war schon wieder zu viel. Mit einem Pulli-Projekt, welches ich aber ribbeln werde. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht schon längst gemacht habe. Ich werde das ribbeln und werde das irgendwann in diesem Leben nochmal neu beginnen. Und zwar habe ich von Andrea Mori den Pulli Mackworth angefangen. Und ihr seht, angefangen ist sehr, sehr wahr, sehr, sehr richtig. Da ist also gerade mal so viel passiert. Aber hier könnt ihr schon mal meine Farbwahl so ein bisschen bewundern. Die finde ich nach wie vor total schön. Ich finde auch meine Garnwahl nach wie vor richtig gut und passend. Komme ich gleich zu, was das ist. Was mir aber nicht gefällt ist, und man sieht das hier, wenn ich das weiter weghalte, hier in diesem Bereich, das ist mir hier zu dünn. Vor allen Dingen hier am Kragen ist mir das zu dünn. Das mag ich überhaupt nicht. Und nachdem ich ja jetzt zwischenzeitlich schon das ein oder andere Pulli-Projekt angefangen habe mit dem doppelt genommenen Bündchen, schwebt mir auch das hier für diesen Pulli vor. Das heißt also, ich werde das Ganze irgendwann mal aufribbeln oder ich werde es einfach abschneiden und wegtun, weil ich habe tatsächlich genügend Wolle. Und dann beginne ich das neu und nehme hier eben auch dieses doppelte Bündchen wieder vor und stricke das damit, weil so dünn mag ich das nicht. Das ist deshalb so dünn, weil die Wolle so dünn ist. Und zwar stricke ich hier, das ist die Hauptfarbe, mit Holst. Da habe ich irgendwann mal vor, ich weiß nicht, ich glaube 2018 oder so, habe ich mal bei Holst direkt in Dänemark bestellt und habe mir eben auch hier mal so eine Krone mitbestellt. Das macht schon Sinn, das ist schon gut. Aber, was ist das hier? Kein Mottenei? Nein, das ist ja auch meine Panik schlechthin, ne? Habe mir so eine Krone neben diesen kleinen, normalen Supersoft-Bobbeln mal mitbestellt. Und ja, seitdem wartet das Ding hier eigentlich auf Verwendung. Vielleicht
weil das Ganze eben sehr dünn wird für einen Pulli, wenn man diesen sehr dünnen Faden der Supersoft einzeln verstrickt. Vielleicht, wenn ich neu starte, nehme ich das auch doppelt hier. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich mal gucken. Das würde ja auch bedeuten, dass ich die restlichen Farben fürs Colorwork doppelt nehme, denn auch das, der Rest ist auch alles Holz. Die anderen Farben, das sind halt hier diese kleinen Bobbles, in der Qualität super soft, in unschwer zu erkennen, grau, gelb und blau. Das harmoniert schon alles richtig gut. Die müsste ich mir aber, wie gesagt, dann ja auch doppelt nehmen. Und ob ich doppelt gehaltene Fäden und Colorwork, weiß ich noch nicht. Da hadere ich eben auch noch mit mir. Müssen wir mal schauen. Ja, das wird also irgendwann mal vielleicht neu begonnen, weil das Design gefällt mir nach wie vor sehr gut. Ich habe gerade mal nachgesehen, hierzu findet ihr kein Projekt mehr. Das habe ich, glaube ich, komplett runtergelöscht oder das ist unter geribbelt oder so zu finden. Da müsst ihr mal schauen. Ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, aber es ist der Mackworth Sweater von Andrea Mori. Ja, wieder sehr, 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 sehr schönes Design. Ja, ein unvollendetes Projekt, was in der Form auch nicht weitergearbeitet werden wird in Zukunft. So, das geben wir mal gleich weg. Ja, und dann geht es weiter. Oh ja, das ist auch ein richtig tolles Tuch. Richtig, richtig schön. Das ist aus einem Leinemagazin, das Fallen Leaves von Justina Lokowska. Jawohl. Das stricke ich aus Wolle von Martins Lab. Auch mit mehr oder weniger in der Reihe, aber egal, das muss jetzt so gehen. So sieht das Ganze aus. Das holt mich auch nach wie vor ab. Werde ich auch sicherlich irgendwann mal fertigstellen. Aber fragt sich nur wann, ne? Aber ich finde die Farben richtig, richtig schön. Also ich sollte das spätestens in diesem Herbst wieder hervorholen und dann auch stricken. Unbedingt. Gefällt mir richtig gut. Die Farben einfach toll. Also ich glaube, wenn ich die jetzt hier so sehe, die Farben, muss ich gleich an Alex von Bull & Forest denken. Ich denke mal, die würde jetzt auch, wäre jetzt entzückt. Ne? Denke ich mal. Ja, und auch ich bin es. Also es ist, sind echt tolle Farben. Das strickt sich eigentlich auch sehr schön. Hier haben wir die beiden Garne, das Mohair in Verbindung mit dem Single Garn aus dem Hause Martins Lab. Ich weiß gar nicht, ob das Muster so, die Anleitung so vorsieht, dass man da Mohair und Single miteinander kombiniert. Doch. Das ist so. Wenn ich das so richtig sehe, dann ist das so. Ja. Strickt sich ziemlich easy eigentlich. Man muss natürlich hier an diesem Zopfpanel ein bisschen aufpassen. Aber dieser Zopf, der sieht komplizierter aus, als er ist. Irgendwie ist gerade mein Handy komisch. Das macht manchmal seltsame Sachen. Oder hier wackelt es wieder. aber das besteht eigentlich eher nur, oder dieser Zopf wird gebildet mittels Hebemaschen. Ja, von daher ist es weniger schwierig, als es aussieht. Aber der Effekt ist natürlich grandios. Ja, Fallen Leaves wird auch weiter gestrickt. Irgendwann. So, das ist das. Und dann habe ich hier noch ein älteres Projekt. Ich gucke jetzt immer so ein bisschen, entschuldigt das bitte, das ist ja sonst nicht so meine Art, aber im Moment habe ich das Gefühl, dass mich hier die Technik so ein bisschen im Stich lässt. Ich überfordere mein Handy, glaube ich, gerade. Ja, aber wir machen weiter, damit wir hier irgendwie noch zum Ende kommen. Auch ein älteres Projekt, wo ich unlängst noch dachte, ich glaube, ich lasse es und ich ribbel es wieder, aber dann habe ich im Podcast von Rina Lehmann gesehen, dass die sich ja auch den Shifty Sweater von Andrea Mori strickt.
oder gestrickt hat. Selbige ist natürlich schon fertig im Gegensatz zu mir und ich habe vor Jahren schon damit begonnen. Ich gucke jetzt hier nicht nach, wann ich das Ganze begonnen habe. Es ist Urzeiten her. Ich habe es ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit, als gegen Ende des letzten Jahres ein Knit-Along lief auf Instagram, habe ich euch das ja schon mal in die Kamera gehalten. Ich verstricke hier zum einen handgesponnene Garne von mir in Verbindung mit Juniper Moon Farms oder sowas. Wo ist es denn? Wartet mal. Will er jetzt nicht nur Quatsch hier erzählen, ne? Da ist die Hauptfarbe. Nee, das ist, mein Gott, jetzt stellt das hier nicht mehr scharf, ne? So. Jetzt habe ich so ein Loch im Kopf. Jetzt kriege ich das nicht mehr zusammen, was das für eine... Ach, hier ist es doch. Fiberspace. Vivacious 4-Ply ist diese... schöne graue Hauptfarbe und dann habe ich hier unzählige handgesponnene Garne. Na, hier sowas und sowas und auch so etwas. Und dann ist das Ganze ins Stocken geraten, weil meine handgesponnenen Garne im Farbverlauf nicht lang genug waren. Das heißt, ich habe mit meinen handgesponnenen Garnen es nicht geschafft, eine Farbe komplett in der kompletten Runde zu stricken. Was zur Folge hatte, dass ich sage jetzt mal, hier auf dem Ärmel rot hatte und auf dem anderen Ärmel gelb oder sowas. Ne? Kann ich nicht. Das stört mich total. Das konnte ich so nicht lassen. Und und dann ist es liegen geblieben aufgrund dessen. Ich habe dann noch mal was Neues gesponnen, nachdem mir das so auffiel und so sauer aufstieß, habe ich diesen Strang hier noch mal gesponnen. Würde also grundsätzlich gut ins Farbschema passen, ne? Wäre dann ja über den Körper hinweg und an den Ärmeln ohnehin so eine Streifenoptik. Aber dann habe ich bei Rina, wie gesagt, im Podcast gesehen, dass die im Prinzip diese Blips, diese Noppen, was auch immer, dieses Muster nur in der Rundpasse gestrickt hat und den Rest des Körpers und der Ärmel dann in Uni. Und das mache ich auch. Das ist ja sowas von genial, weil da muss ich mir diese Gedanken nicht mehr machen. Wie kriege ich das hin, dass das alles mehr oder weniger gleichmäßig ist? Ich hatte mir ja schon einen Wahnsinnskopf gemacht, wie ich denn hier diese Farben dann halbwegs gleichmäßig auf den Ärmeln verteilt bekomme. Denn kleinerer Umfang macht natürlich dann längere Farbverläufe. Das hätte mir auch schon wieder nicht gefallen und sowas alles. Und das, all diese Probleme schlage ich ja tot, indem ich jetzt hier bei der Passe quasi aufhöre und den Rest des Pullis Uni stricke. Heißt, das ist kein UFO, zumindest nicht so wirklich. Das wird auf jeden Fall weitergearbeitet. Ich sage jetzt hier nicht wann, aber das wird auf jeden Fall weitergehen. In der Form macht das für mich Sinn und ist das dann auch wieder machbar für mich. Jo, der Shifty Sweater. So, dann könnten wir mal wieder eine Socke rauskramen. Ne? Eine hätte ich noch anzubieten, die habe ich aber vor gar nicht allzu langer Zeit schon gezeigt. Das ist auch mal wieder Fadenstille. Das Muster Langläufer, ein schönes Zopfmuster in Verbindung mit Lace und ich verstricke das hier mit einer Färbung von mir. Das ist eine ganz alte Färbung, ich möchte mal sagen Färbeversuch, wobei ich das eigentlich ganz nett finde nach wie vor, aus dem Jahr 2014, also richtig gut abgelagert, habe ich eben dieses Muster angestrickt, auch während der Adventszeit, glaube ich, irgendwann. Und finde ich nach wie vor sehr, sehr schön. Werde ich also auch dran weiterarbeiten. Und dann haben wir die Sockenprojekte jetzt auch schon mal abgehakt. Die sind damit alle
behandelt. Da kommt nichts mehr. Es sei denn, ich stricke demnächst noch eine Socke an. Tatsächlich hätte ich ja gehofft, euch auch neue Wolle zeigen zu können. In der Episode 58 hätte die eigentlich reingesollt, aber die Deutsche Post ist nicht so schnell. Und insofern muss das warten. Aber dann hätte es durchaus sein können oder kann es sein, dass ich demnächst schon wieder was Neues an Socken zeige. Mal gucken. Ja, dann habe ich hier noch ein Pulli-Projekt für euch. Ja, es sofort manchmal ein bisschen aus bei mir. Jetzt muss ich mal gucken, ob es hier irgendwie in vorne oder hinten gibt. Ich glaube, das hier ist hinten. Möglicherweise. Auf jeden Fall ist das hier der gute alte Junction Sweater von Andrea Mori. Und nach wie vor denke ich, wow, ist der riesig. Also ich bin ja, wie gesagt, keine Elfe, aber ich glaube, der ist hier in der Passe sehr, sehr groß. Das ist hier, guck mal, ne? Also hier sind meine Schultern und das Ganze. Ich weiß es nicht, ich muss es nochmal überziehen. Habe ich immer noch nicht gemacht. Aber die Ärmel sind abgeteilt. Das schöne Pünktchenmuster ist hier schon so gute 2,5 Zentimeter unterm Ärmel am Körper gewachsen. Die Farben finde ich nach wie vor richtig toll. Ich mag auch hier diese Brioche-Passe super gerne. Also alles in allem holt auch das mich nach wie vor ab. Und ich denke, ich werde dieses Projekt sicherlich fertig stricken. Ich hoffe inständig, dass es nicht so groß ist, wie es mir hier so vorkommt. Na, ich muss gucken. Ich werde es, wie gesagt, nochmal überziehen müssen. Das habe ich auch. Wann habe ich das angefangen? Ich muss mal wieder nachsehen, ne? Ich habe ein bisschen Angst, wie gesagt, dass mich die Technik hier verlässt. Deswegen rase ich jetzt hier ein bisschen da durch. Aber jetzt gucken wir mal, Wacker, wann ich das begonnen habe. Oktober 2020. Ja, das ist schon ein bisschen länger her, ne? Ja, ohne Kommentar, ne? Aber das ist halt jetzt tatsächlich liegen geblieben aufgrund der Frage nach der Passung und weil ich eben zu sprunghaft bin, ne? Auch hier kommt Holzgarn zum Einsatz in der Farbe Anthrazit und dieses Farbverlaufsbobbel, das ist Industriewolle, das ist Lana Grossa. Gomitolo Versione, so heißt das Ganze. Die Farben finde ich super und kommen ja auch hier in diesem Gestrick richtig gut raus. Und ich bin nach wie vor sehr gespannt, wie der Körper sich dann darstellt, wenn auch da die Punkte im Farbverlauf dann irgendwann mal zu Tage kommen. Ne? Ja, sehr, sehr schön. Und hier hat es auch wieder dieses doppelte Bündchen, was das Ganze sehr, sehr wertig macht und was hervorragend passt. Ich glaube, dieser Pulli war der erste, den ich mit so einem doppelten Bündchen gearbeitet habe. Ich glaube, das ist tatsächlich hier in dieser Anleitung auch so vorgesehen. Meine ich mich zu entsinnen. So, haben wir den auch. So, Moment. Bisschen Platz schaffen. So, dann gucke ich mal, was ist denn hier drin? Es ist ja, da muss ich kurz ein Wort drüber verlieren. Ich habe ja, als ich jetzt gestern, also am 4., ich weiß nicht genau, wann ich das hochlade, deswegen nenne ich jetzt mal auch Daten dazu. Ich habe also gestern am 4. Januar, habe ich hier abends so ein bisschen mein Setup aufgebaut und habe dann ein kurzes Video in meine Stories gelegt auf Instagram, wo ich so mit dem Handy einmal so kurz über diese ganze Ansammlung an Projekttaschen gefilmt habe. Und da hat man ja gesehen, das ist alles unterschiedlichster Art. Also es gibt was Selbstgenähtes von mir. Es gibt die wunderschönen Taschen von Jochi und aus diversen anderen. Ich habe ja Taschen von Mr. Pearl & Knit und hasse nicht gesehen. Und es fällt mir auch gerade ein, dass ich noch unten was
vergessen habe. Da muss ich gleich tatsächlich nochmal ein paar Projekte holen. Aber worauf ich eigentlich jetzt hinaus wollte, ist, ich bin tatsächlich auch so ein kleiner Projekttaschen-Junkie und kaufe da immer wieder gerne, obwohl ich schlussendlich tatsächlich genug habe. Aber eine, zu der ich fast am allerliebsten greife, ist so ein 9,99 € Souvenir von Langeoog. Eine Tasche, die gar nicht als Projekttasche vorgesehen ist, aber die liebe ich ja, ne? Vielleicht auch wegen der Erinnerung oder so, ne? Keine Ahnung. Aber das ist schon witzig, ne? Man hat die exklusivsten Teile im Schrank und dann ist es das Täschchen aus dem Souvenirladen, was einen immer wieder irgendwie begeistert. Verrückt, verrückt, verrückt. So, was haben wir hier? Wollmeise haben wir hier drin. Das kann ich euch schon mal sagen. Und zwar Wollmeise Blend in der Farbe. Da, 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 da. Das ist irgendwie Bonnie. Bonnie Prince Charlie. Eine richtig tolle Färbung. So schöne Blautöne, die da changieren in der Qualität Blend. Und da stricke ich oder möchte ich das Tuch Rosi von Melanie Berg. Ist es Melanie Berg? Oh my goodness. Wartet mal, Kinders. Nicht, dass ich jetzt hier. Nein, von Anke Strick. Ach, Mensch, Marion. Von Anke Strick ist das ein richtig schönes Tuch, was jetzt wieder nicht scharf stellt. Aber ich denke mal, so geht's. Da reihen sich also so viele kleine Zöpfe aneinander und das ist wieder ein Tuch, was von einer Spitze zur nächsten gestrickt wird. Und ich glaube, das ist fast all over mit diesen Zöpfen. Ja. Aber ist über den Anstrick auch noch nicht wirklich hinausgekommen, obwohl es mir nach wie vor gut gefällt. Also das wiederholt sich ja immer wieder bei mir, ne? Also ihr seht mich nach wie vor begeistert von den Projekten, aber die Begeisterung führt nicht unbedingt dazu, dass ich solche Dinge dann durchziehe, ne? Dazu habe ich viel zu viel Spaß am Neuen und viel zu viel Lust auf Abwechslung. Ich denke, das ist der Grund, warum ich so viele Wips produziere. ja gut, aber irgendwann kriege ich ja auch mal so einen Koller und dann wird das ein oder andere dann ja auch fertig. Das Tuch hier habe ich auch schon relativ lange in Arbeit. Ich glaube, bestimmt seit 2020 oder so. Lass mich kurz schauen. So, da haben wir es. Ja, da habe ich richtig gelegen. Seit September 2080 ist das auf den Nadeln und ja, aber noch nicht wirklich weit fortgeschritten. Aber kein Projekt, welches ich ribbeln würde. So, womit mache ich jetzt weiter? Ich glaube, ich mache mal mit der alten Bekannten hier im Hintergrund weiter. Da habe ich ja in der Vergangenheit schon viel von erzählt. Das ist die gute Rose. Das ist der Rose Cardigan von Andrea Mori. Viele von euch werden ja wissen, dass Kirstin von Quickstrick und ich eine Knitalong im letzten Jahr veranstaltet haben. Viele von euch sind schon fertig. Ich bin es noch nicht und bin es auch nach wie vor nicht. Aber immerhin ist die Blende mittlerweile angenäht, bis auf. Ich versuche das hier mal fehlerfrei zu drehen. Bis auf hier dieses letzte Stückchen. Ne? Das muss ich jetzt also noch annähen, beziehungsweise man sieht es ja hier, ich muss jetzt noch ein bisschen weiter stricken. Und man sieht es hier ansatzweise, das hängt mir hier zu tief im Rücken. Denn die Puppe hat ja hier oberhalb im Schulterbereich in etwa meine Maße. Und dann sieht man ja hier, ich hoffe, ihr könnt das aus der Ferne sehen, dass hier die Zopfpasse, dass dieser Teil der Anleitung hier auf dem Ärmel direkt mittig auf der Schulter liegt. Und so würde ich es im getragenen Zustand dann auch gerne haben. Demzufolge
ja, ist das hier alles irgendwie zu tief. Und ich hatte im Live ja schon davon berichtet, dass ich versuchen wollen würde, hier, wenn ich so mit dem restlichen Stück der Blende in Richtung Mitte komme, dass ich hier versuchen möchte, an den Blenden jeweils verkürzte Reihen zu stricken, damit das Ganze hier ein bisschen höher kommt. Ob mir das gelingt, weiß ich noch nicht. Werde ich euch natürlich dann entsprechend berichten. Ja, mal gucken. Ne? Wir werden es sehen. Das dazu. Dann habe ich hier ein Projekt, ja, das habe ich im vergangenen Sommerurlaub angestrickt, als wir in den Bergen waren. Bevor wir in den Bergen angekommen waren, war ich ja in Pfaffenhofen bei der Wollmeise und habe mich noch mal ein bisschen mit Blend eingedeckt und wollte natürlich im Urlaub dann selbige unbedingt anstricken, und das habe ich auch gemacht im Urlaub. Und zwar auch hier habe ich ein Tuch von Rina Lehmann angefangen, was ein ganz, ganz tolles Muster hat. Ja, so eine Art Fischgrätmuster, und dann reihen sich Brioche-Passagen an. Also ich denke, alles in allem wird das richtig toll. Das ist das Campfire Secrets von Rina Lehmann, und das finde ich auch nach wie vor richtig schön, vor allen Dingen, weil es so wunderbar, das Original passt so wunderbar zu meiner Farbwahl hier. Das ist Glan de Dijon, und ich glaube, das hier unten ist ein Mauseschwänzchen oder sowas. Ja, ne? Die beiden Farben, die finde ich sehr, sehr schön zusammen und kommen dem Original sehr nahe. Ja, aber wie gesagt, seit dem Anstrick ist da nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Dummerweise. So. Das ist das. Ach, jetzt sehe ich, da habe ich die fehlenden Taschen. Seht ihr? Habe doch alles mit nach oben genommen. Nur nicht in Griffweite. So. Dann habe ich hier noch so einen tollen Korb. Von den Dingern habe ich auch einige. Die habe ich mal irgendwie in so einem Billigladen gekauft, tatsächlich. Ne? Also das wieder zum Thema die exklusivsten Taschen, und dann sind es die Discounter-Geschichten, die einen immer wieder abholen. Hier wohnt ein, wie ich jetzt sehe, schon recht groß gewachsenes Tuch. Wow, das hatte ich irgendwie gar nicht so riesig groß in Erinnerung. Und zwar ist es das Tuch, jetzt habe ich schon wieder ein Loch im Kopf. Ach, wie heißt es denn? Moment. Es ist das Excuse Me Tuch. Der Excuse Me Shawl von Steven West. Und schaut mal, da ist schon einiges dran gewachsen. Ne? Mal wieder so, obwohl ich es schon auf längere Seile gepackt habe, dass ich es kaum richtig schön zeigen kann. Das ist halt ein sehr asymmetrisches Tuch. Hier seht ihr hier unten die Spitze, die sich da formt. Und ja, das macht auf der einen Seite nach wie vor richtig Spaß zu stricken. Auf der anderen wird es aber auch irgendwie gerade anstrengend. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie, je größer das wird, desto anstrengender ist das irgendwie, wenn ich dran rumstricke. Ich habe jetzt schon tatsächlich aus dem Grunde, weil sich das alles so schwer schieben lässt, jetzt schon wieder auf Metallnadeln gewechselt. Das mache ich bei Brioche hin und wieder ganz gerne, weil es auf Metallnadeln alles irgendwie besser rutscht. Aber ja, keine Ahnung. Aufgrund dessen ist es eben so ein bisschen wieder liegen geblieben. Hier nochmal meine schöne handgesponnene Wolle. Ich habe in der vorvorletzten Episode, das müsste Episode 57 sein, habe ich lang und breit darüber gesprochen, was das für Garne sind und so weiter und so fort. Ja, strickt sich sehr schnell, ist ja jetzt auch eine etwas dickere Wolle, ist Decay-Stärke, und das wird, denke ich, auch nicht so wahnsinnig klein werden. Ich bin gespannt, wie groß es am Ende wird. Und nach wie vor bin ich gespannt, wie lange meine handgesponnene Wolle hier noch reicht. Also ne, da ist zwar jetzt deutlich was runtergegangen, aber trotz alledem, ja,
kann das noch lange reichen. Vielleicht komme ich tatsächlich mit diesem einen Strang hin. Da bin ich sehr gespannt. So, das war das, was ich hier so griffbereit habe. Und jetzt stoppe ich das Ganze nochmal, hole die restlichen Taschen. Ich glaube, es sind nur noch zwei, maximal drei und dann sind wir auch durch. So, und zu guter Letzt habe ich jetzt noch drei Projekte für euch. Und zwar zum einen den Birds of a Feather ohne Feather. Ein Projekt, was noch gar nicht so lange auf meinen Nadeln ist. Das habe ich irgendwann gegen Ende des letzten Jahres angefangen. Auch da war wieder ein Wollneuzugang schuld. Ich hatte mir bei Anike von Pearl & Knit diese tolle Merino-Mohair-Mischung gekauft. Ja, rosa holt mich halt immer wieder ab. Was soll ich denn sagen? Ne? Also das ist einfach meins. Und diese Mischung mit Mohair ist so schön, fühlt sich so toll an, dass ich auch dieses Garn zum einen sofort anstricken musste und zum anderen wollte ich es so verstricken, dass man dieses Garn auch im Gestrick einzeln hat und nicht in Verbindung mit Mohair oder sonstigem. Und habe mich eben dann für den Birds of a Feather entschieden. Den habe ich ja schon mal gestrickt. Und hier seht ihr schon diese Noppen. Die stricke ich als Ersatz für dieses Feather and Fern, heißt es, glaube ich, dieses Muster, was es ursprünglich gibt im Birds of a Feather. Da hatte ich irgendwie keine Lust drauf. Ich hatte Lust auf Noppen. Ich mag ja das Noppenstricken sehr gerne. Und seitdem ich im letzten Jahr das Mystery-Tuch von Susanne Sommer gestrickt habe, kann ich auch Noppen nur von der Vorderseite her stricken. Und ich empfehle euch auch mein Tutorial für die Sicherung der Bobble. Wenn ihr da durch mein Video-Feed hier auf YouTube mal scrollt, dann seht ihr, ich weiß die Nummer des Podcasts nicht, aber ihr seht das schon anhand des Bildes und im Titel müsste es auch stehen. Da habe ich so ein Bobble-Tutorial euch reingestellt, wie ich diese Bobble hier sichere, sodass sie so schön prominent auch vorne auf dem Gestrick bleiben. Ja, und diese tolle Färbung von Anike verstricke ich hier in Verbindung wieder mit der Schachenmeier Alpaka Cloud in diesem tollen, ganz zarten Rosa. Ja, und die beiden, die passen ja nun wirklich, ne, richtig, richtig gut zusammen. Ja. Mit Bling Bling aus dem Hause Schwedenrotjans. Darf ja auch nicht fehlen, habe ich ja auch schon mal gesagt. Da habe ich ja auch so eine kleine Vorliebe für. Ja, finde ich nach wie vor sehr, sehr schön. Wird mich sicherlich, wenn es mal fertig ist, total begeistern, dieses Tuch. Ja, mal sehen, wann es daran weitergeht. Also das ist auch echt so ein Nebenher-Projekt, weil man den Birds of a Feather tatsächlich auch gut mindless nebenher stricken kann. Vor allen Dingen in den Sequenzen, wo eben außer Kraus rechts nicht viel passiert. Ne? Ja, das ist eines. Und schließen möchte ich diese Sonderfolge mit meinen heißgeliebten Coldings. Ihr wisst es, immer wieder berichte ich davon gerne und immer wieder erfährt der Colding ja auch ja, nochmal so einen neuen Aufschwung. Ne? Es gibt immer wieder mal hier und da kleinere oder größere Knit-Alongs zum Colding. Immer wieder sehe ich auf Instagram vor allen Dingen immer wieder mal Leute, die den Colding dann doch endlich mal zum ersten Mal stricken und immer dann, wenn sie ihn einmal gestrickt haben, sind sie genauso wie ich sehr begeistert und die wenigsten Coldings bleiben alleine. Es wird meistens mindestens ein zweiter nachher nochmal gestrickt. Ja, und ich habe, wie ihr ja wisst, auch noch zwei Coldings in Arbeit. Den einen hier, den muss ich jetzt mal entwirren. Das ist der, an dem ich in der letzten Zeit tatsächlich die meiste Zeit gearbeitet habe. Und zwar, ist das die richtige Seite? Jawohl. Das ist hier der fast schwarze Colding, der anthrazitfarbene Colding. Ihr seht, er ist jetzt schon gut lang. Ja, ich habe jetzt hier
Hier ist der Marker drin, hier ist ein Marker drin. Da hatte ich den Brioche-Teig im Prinzip beendet. Aber hier an diesem Marker haben wir ungefähr 85 cm erreicht, sodass ich jetzt hier, das sieht man auch so ein bisschen, hier macht so einen kleinen Huckel. Ne? Ich stricke jetzt das Brioche noch ja, gute 10 cm ungefähr geradeaus, ne? Einfach gerade hoch, bevor ich dann wieder mit den Abnahmen beginne und das Brioche eben weniger wird. Ja, also schauen wir mal. Wir dürfen gespannt sein, ob dieser und auch der andere, den ich euch jetzt im Anschluss zeige, in diesem Jahr fertig wird und ich im Winter 2022 diesen schwarzen wie auch den anderen tragen werde können. Wir werden es sehen. Aber nach wie vor begeistert mich das Stricken am Colding und die Stricklust ist ja das, was bei mir überwiegt. Ja, gucken wir mal. So, das ist der eine Colding und der andere Colding, an dem ist aber auch nichts Neues passiert. Upsala. Ich ziehe mir hier gerade wunderbare Fäden. Muss ich nochmal gucken, dass ich euch hier auch die richtige Seite zeige. Jawohl. Da bin ich noch nicht ganz mit dem Brioche-Teil fertig. Und das ist ja hier meine Ito-Variante. Da braucht es noch so ein kleines Stückchen. Dann ist der Brioche-Teil auch fertig. Passendes Bling-Bling. Stehe ich ja drauf. Ja, und wir haben hier diese tolle, tolle Färbung Pale Blue von Ito. Ich verstricke hier doppelfädig Ito Kino und Sensei in der Farbe Pale Blue. Und das Kuriose ist auch, das zeige ich euch nochmal hier, das ist die Farbe Pale Blue auf Kino. Kino ist ja ein Seidengarn. Und das ist Pale Blue auf Mohair. Seht ihr, wie grünlastig das ist? Das hat mich in der Tat etwas schockiert, als ich hatte das bestellt im Wollladen meines Vertrauens, im Tinkus Strickparadies. Und bin da angekommen und dachte, what? Das soll Pale Blue sein. Das ist eher für mich Pale Green oder so. Aber wie so oft, wenn man Mohair und ein anderes Garn zusammen verstrickt, vor allen Dingen in leicht unterschiedlichen Farben, ergeben beide zusammengenommen eine wirklich richtig tolle Farbe, eben diese hier. Und ich finde sie nach wie vor ausnehmend schön. Und auch hier hoffe ich, dass mich dieser Colding im Winter 2022 gut wärmen wird. Es ist ein Traum in Flausch, möchte man sagen. Also auch diese Fasermischung, diese Mischung der Qualitäten, der Ito Kino mit der Sensei, das ist eine Mischung, die ist wirklich grandios. Also wenn ihr euch mal was gönnen wollt, dann gönnt euch diese Kombi. Die ist einfach mega. Das ist super weich, super flauschig, aber auch leicht. Ja, Seide und Mohair, das ist nicht sonderlich dick und fett. Und so mag ich ja am liebsten meine Tücher. Vor allen Dingen, wenn sie so sehr groß und üppig sind wie der Colding halt. Ne? Gerade beim Colding wähle ich ja immer gerne Garne, die etwas dünner sind. Habe ich ja auch schon lang und breit drüber referiert. Ja, meine Lieben, und das, muss ich sagen, war es auch schon. Ich weiß jetzt gar nicht, bei wie vielen Minuten wir am Ende jetzt angelangt sind. Das waren alle meine Wips-Ufos, die ich hier so zu Hause angesammelt habe. Ihr könnt es Wahnsinn nennen, ich nenne es, das ist der komplette Spaß. So bin ich, so gehe ich stricktechnisch durchs Leben. Mich begeistert eben beim Stricken
die Abwechslung, ich stricke vorrangig um des Strickens willen und nicht unbedingt im Hinblick auf das fertige Projekt. Das ist, glaube ich, auch ein ganz ausschlaggebender Punkt, wenn man so viele Projekte zeitgleich am Start hat und zeitgleich arbeitet. Das können nur diese sogenannten Process-Knitter machen und nicht diejenigen, die eben wirklich projektbezogen stricken. Da würde das nicht funktionieren, dann stresst es einen tatsächlich. Mich stresst es nur manchmal, das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Manchmal denke ich mir, oh, das ist jetzt wirklich zu viel, jetzt arbeite mal das eine oder andere ab. Und in diesen Phasen wird dann auch tatsächlich was fertig. Aber ich gebe mich jetzt nicht der Illusion hin, dass ich alle die Projekte, die ich euch hier heute gezeigt habe, in diesem Jahr fertig bekomme. Theoretisch müsste ich ja nicht ein einziges neues Projekt in diesem Jahr beginnen. Ich hätte genug, um das ganze Jahr beschäftigt zu sein. Aber natürlich weiß ich es und ihr wisst es auch, das wird niemals passieren. Dafür ist unsere Strick-Community einfach zu vielfältig. Es poppen immer wieder neue Designs hoch oder neue Garne, neue Färbungen und das wiederum inspiriert einen dann ja auch wieder. Und wir inspirieren uns ja alle gegenseitig auf Instagram immer wieder, sodass ich auch in diesem Jahr sicherlich oft genug angefixt sein werde von dem einen oder anderen, was ich dann unbedingt eben auch anfangen muss. Insofern, ja, schauen wir mal, was von den Projekten, die ich euch heute gezeigt habe, im Laufe des Jahres fertig wird. Ich habe mir vorgenommen, im nächsten Januar, also im 2023, wieder so ein Video zu machen und eine Übersicht zu machen über all meine WIPs. Und dann dürfen wir alle gespannt sein, was uns da dann an alten Bekannten begegnet oder auch nicht. Ja. Ihr Lieben, das soll es gewesen sein von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Und solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich super darüber freuen, wenn du das tust. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, happy knitting und bis bald.